Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch vorstellen einen Kurbelradio für unterwegs. Ich habe ihn schon mal getestet. Man hat hier die Antenne, hier den Einschaltknopf und hier die Sendersuche. War doch ein schönes Lied, oder? Okay, das lassen wir mal lieber. Der Radio hat hier eine Solarpaneele zum Laden von kleinen Teilen, zum Beispiel ein Handy. Dafür gibt es hier einen Adapterstecker dazu. Den steckt man hier rein. Und dann kann man das USB-Kabel miteinander verbinden. Um dann noch ein Handy zu laden. Der Radio hat hier oben einen Einschaltknopf für das Licht. Man kann ihn laden über die Solarpaneele oder man kann hier den Akku des Radios aufladen. Dazu ist noch hier noch eine Schnur, um ihn irgendwo zu fixieren. Ja, das war es eigentlich schon. Hier kann man noch umschalten von FM und AM. Sehr ein praktisches Teil. Ich habe ihn schon ein paar Mal bei ein paar Touren mitgehabt. Ist wirklich lässig. Überhaupt für Survival-Situationen oder Bushcraft-Situationen. Wenn man sagt, okay, es ist irgendwas eingetroffen und ich will wissen, was ist passiert, was ist los in meiner Umgebung. Radiowellen werden eigentlich immer für irgendwoher ausgestrahlt und irgendwie kann man sich immer informieren, was ist jetzt gerade los oder kann ich wieder nach Hause oder je nachdem, was halt passiert ist. Aber dieses Gerät habe ich bei Amazon bestellt, hat 28 Euro circa gekostet. Ja, ist ein sehr praktisches Teil. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal bitte oder gebt mir ein Like. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.